Liebe Genossinnen und Genossen, 1966 war in China das Jahr des Pferdes. Ich bin im April geboren, das heisst, in China hat dann gerade das Feuerpferd geherrscht. Schlimmer daran ist, in China hat man feuerpferdgeborene Frauen gar nicht gerne gehabt. Die waren einfach nicht vermittelbar, die waren störrisch. Und man hat schlicht gewusst, entweder bringen sie der Familie Ruhm und Ehre, oder man hat sie gescheiter in die Wüste geschickt. Ja, es ist so, komischerweise glaube ich eigentlich gar nicht an die Sterne, gell? Aber ich weiss, das, was ich kann, kann ich wegen der Schwächen der anderen Sterne zeigen. Hört, ich hoffe, ihr erlaubt mir den etwas anderen Einstieg, wie als ich sonst eigentlich vorher bei meiner ersten flammenden Rede gemacht habe, nämlich bei der Eröffnung des Parteitags. Warum mache ich das? Ja, doppelt wieder, ich habe einen harten Gring. Aber ich mache es auch als Zweites. Politik muss für mich auch Spass machen. Sicher, ich nehme Politik ernst. Aber sie muss eine erträglich leichte Seite haben. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir jetzt gehört haben, was eigentlich alles auf dem Tapet steht, was alles auf dem Tisch liegt national, wo man dafür muss kämpfen. Da darf man eins nicht verlieren, und das ist der Humor. Auch der Humor über sich selber. Ich lache sehr gerne über mich. Aber eben, wie gesagt, es hat auch eine ernste Seite. Und da bin ich froh um etwas, was ich mitbekommen habe. Und mein Herdgring. Mit diesem Herdgring möchte ich dort oben in Bern gegen, sorry, wenn ich es so sage, gegen die birrenweichen Ideen von den anderen eigentlich sehr gerne kämpfen. Ich will politisch Farbe bekennen, mache ich immer wieder. Das befreit, das habe ich schon manchmal gesagt. Einige hier innen, die mit mir zusammen müssen politisieren, wenn ich dann so Herdfarbe bekenne, sagen, das ist ein bisschen eine Sturigkeit bist du manchmal, bist ein bisschen impulsiv. Die Gegner behaupten, ja, die Rot, die ist einfach unbelehrbar. Ich glaube, das braucht es ein bisschen weit dort oben. Das muss man mitnehmen. In allererster Linie aber jetzt, wo die zuerst etwas, das heisst, ich will mit dem, was ich jetzt auch gesagt habe, mit meinem Wesen, so wie ich bin, die Rosso, die hier steht, will ich zuerst alles dafür tun, dass wir die zwei Sitze behalten können. Das heisst, mit meinen Kolleginnen und Kollegen und mit euch, wie ich heute auf euch gezeigt habe, mit dem Finger und euch in Namen genannt habe, in einen Wahlkampf einsteigen. Der Christian hat vorher gesagt, es wird schwierig. Klar, aber schwierig heisst nicht unmöglich. Also das hätte ich schon manchmal beweisen können. Das haben wir nämlich gezeigt am 8. März. Es war schwierig, das Referendum durchzubringen. Aber hey, hallo, wir haben es geschafft. Wir schaffen auch das, wir behalten zwei Sitze. Sollte ich gewählt werden, habe ich einige Ideen. Ich weiss aus meinem engsten Freundeskreis, dass der Bildungsbereich, Jesus Gott, dort ist noch so viel zu machen. Habt ihr gewusst, dass es Menschen gibt, hochbegabt, absolut intelligent, denen verweigert man den Zugang zu der Matur, obwohl sie es erwiesenermassen nach x Abklärungen können machen können. Da muss man dagegen kämpfen. Habt ihr gewusst, dass ein Kollege von mir über 50 in die Arbeit verloren hat, hochqualifiziert? Ja, er kommt eigentlich nicht mehr eine Arbeit über im Moment. Er muss tun wie verrückt. Das kann nicht sein. Da müssen wir dagegen kämpfen. Habt ihr gewusst, dass es Kinder gibt, gerade jetzt, wo ich wieder sehe, aus Migration, mit Migrationshintergrund, die massiv noch diskriminiert werden? Da muss man dagegen kämpfen. Ich habe einige Sachen, viel habt ihr jetzt schon gehört. Ich bin voll bereit. Meine Redezeit ist jetzt dort oben um. Aber für die nächsten Monate bin ich noch voll da. Voll Power, mit dem Gring, durch die rechte Wange. So, jetzt habe ich immer schon das Problem gehabt. Mit von euch, was ist auf dieser Seite? Ich weiss, wo links und rechts ist politisch. Mit dem Gring durch die Wange. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich nominieren würdet, sodass wir dafür kämpfen können, dass wir zwei Sitze behalten können. Merci.